Jedes Jahr am 4. Dezember ist Barbara-Tag. Deshalb erinnern Christinnen und Christen weltweit an diesem Tag an die heilige Barbara. Aber warum eigentlich heilig? Und um welche Barbara geht es da genau? Barbara lebte um das Jahr 300 in Nikomedia. Die Stadt heißt heute Izmit und liegt in der Türkei. Barbara wollte Christin werden und ließ sich taufen, obwohl ihr Vater total dagegen war. Er wurde deshalb so wütend, dass er seine Tochter in einen Turm einsperrte. Der Legende nach hat sich auf dem Weg in ihr Turmgefängnis ein Kirschzweig in Barbaras Kleid verfangen. Diesen Zweig stellte sie in einen Becher mit Wasser. Nach und nach bildete der Fächer so kahle Zweigknospen und nach genau 3 Wochen fing der Kirschzweig schließlich an zu blühen. Das ist eine ganz schön traurige Geschichte, aber sie erzählt auch von ganz viel Mut. Der Barbara-Zweig erinnert an eine mutige junge Frau, die zu ihrem Glauben steht. Gegen alle Widerstände. Viele Christinnen und Christen holen sich deshalb am Barbara-Tag einen solchen Zweig ins Haus. Der stammt meist von einem Obstbaum, wie hier von einem Mirabellen- oder Kirschbaum. Damit der Zweig pünktlich zu Weihnachten blüht, nehmt ihr eine Schere, schneidet ihn schräg an und stellt ihn in lauwarmes Wasser. Der blühende Barbara-Zweig ist ein Symbol für neues Leben und ein Zeichen der Auferstehung. Und so ein blühender Zweig macht die dunkle und kalte Winterzeit doch gleich viel schöner und heller, oder? Probiert's doch auch mal aus!